Herzlich willkommen zurück zu Geheimakte St. Peters. Ja, wir sind unterwegs, mal ausnahmsweise nicht mit Nina, sondern mit Sam. Und wir sind hier im Dschungel und wir müssen an Pumba vorbei. Ja, in der letzten Episode bin ich da ja auch stecken geblieben. Ich bin der Meinung, dass ich schon gut dabei bin mit dem Megafon. Und ich habe eine Idee, nämlich mit den alten Batterien, dass mir das einmal... Ich pack mal die gebrauchten Batterien ins Diktiergerät. Weil da habe ich das Gefühl, wird das wahrscheinlich verzerrt und dann klingt es furchterregender. Mal schauen, ob das so richtig ist. So, vielleicht hat das Schwein ja auch eine Katzenallergie. Oh ja. Das Na, wer sagt's gut. denn? Sehr gut. Yes. Okay, dann kommen wir hier schon mal weiter. Was haben wir Schönes? Ein Baumstamm? Was ist das denn? Noch gehe ich zwar nicht am Stock, aber man kann ja nie wissen. Okay. Kerzen gerade und lang könnte nützlich sein. Gut, nehmen wir mit. Ameisen. Oh. Die habe ich wohl eben aufgeschreckt. Okay, kann man mit denen was machen? Warte mal, wir haben doch Limonade. Könnten wir die irgendwie anlocken? Ja gut, ich wüsste jetzt zwar auch nicht wofür, aber nee, wir haben auch keinen Behälter oder so, ne? Ja gut, wir haben jetzt auch keinen Grund, irgendwie die einzusammeln. Und mit dem Stock, vielleicht kann ich den Orangen... Nee, okay. Also ich merke mir das einmal hier, dass wir hier Ameisen haben. Vielleicht kommen wir hier nochmal zurück. Aber ansonsten scheint es hier nichts zu geben, ne? Dann laufen wir da jetzt erstmal weiter. Wo kommen wir hier an? Was ist das? Das, das? Ach so, wir können direkt ins Lager. Na dann, Sam, lauf mal los. Cool, sowas kenne ich eigentlich nur aus Abenteuerfilmen, aber was ist das denn? Okay. Das sieht cool aus, wirklich. Na toll, das Halteseil auf der rechten Seite der Hängebrücke ist gerissen. Das hat mir gerade noch gefehlt. So komme ich nicht hinüber. Ich muss das Seil erst reparieren. Ein einfacher Knoten wird wohl nicht ausreichen, oder? Wenn ich die Brücke trotz dem gerissenen Halteseil betrete, kann ich mich auch gleich in die Schlucht stürzen. Ja, ist schon gut, ich hab's verstanden. Viel zu riskant. Ich muss erst das Halteseil reparieren. Wo ist denn das Halteseil? Ach, hier. Nee, warte mal. Da ist das Seil. Meine Herren, das ist ja ein Paradebeispiel für amateurhafte Flickschusterei. Okay. Eigentlich ein Wunder, dass diese Konstruktion so lang gehalten hat. Haben wir denn irgendwie... Mit bloßen Händen kann ich hier leider nicht viel mehr anstellen, als Leute zu würgen, die dumme Ideen haben. Also ich würde ja sagen, wenn wir jetzt noch ein anderes Seil hätten oder ein Kabel oder irgendwas... Könnten wir damit arbeiten? Ein bisschen angucken. Vielleicht schmilzt es ja. Nein, kann ich nicht. Mit dem Stock. Nee, ich glaube nicht. Wir haben ja eigentlich noch dieses Teil im Lager, wo zwei Seile verbunden wurden. Ob wir das abmachen müssen? Aber ich kann das doch gar nicht aufmachen. Okay. Da geht's in den Dschungel. Das haben wir hier. Da geht's auch zurück. Hier gibt's nichts. Ups. Okay, hier gibt's eine Tasche. Da unten hängt eine Werkzeugtasche. Ich hoffe, die hat niemand bei seinem Sturz in die Schlucht dort zurückgelassen. Die Tasche hängt zu weit unten. Dafür sind meine Arme ein wenig zu kurz. Wir haben doch einen Stock. Die Tasche in den Abgrund stupsen? Die brauche ich vielleicht noch. Okay, wir müssen also irgendwie was wahrscheinlich basteln. Gucken wir einmal kurz. Ich mache jetzt langsamer. Aha. Falls der Haken am Ast befestigt werden soll, benötige ich etwas mehr als nur meinen eisernen Willen. Okay, und wir brauchen wahrscheinlich eine Art Schnur, um das da zu befestigen. Wartet mal. Ich mache das nicht so hektisch, damit ich nicht wieder was übersehe. Mit der Kappe, Limonade, Feuerzeug, Messer passt auch nicht, Kamera. Was haben wir denn noch? Das passt ja alles gar nicht, ne? Handy.
Wir müssen irgendwie die zwei Sachen miteinander verbinden. Mir fehlt also etwas. Die Tasche hängt zu weit unten. Wir können mit der Tasche nichts machen. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Soweit nicht, ne? Da haben wir nur die Brücke, da will sie nicht rüber. Wenn ich die Brücke trotz dem gerissenen Halteseil betrete, kann ich mich auch gleich in die Schlucht stürzen. Ja, Sam, ich hab's verstanden, aber ich bin gerade ein bisschen überfordert, mal wieder. Und an die Tasche... Ach gut, nee, gibt's nicht. Wieder zurück. Das heißt, ich habe hier irgendwo was übersehen, definitiv. Ich brauche eine Art Seil. Gibt's hier noch irgendwas? Das ist... Da gibt's eigentlich nur den Baumstamm, ne? Gab es hier etwas? Nur die kleinen Ameisen? Huch, ich kann gar nicht so schnell auf die... Bleib doch mal stehen, Junge. Na komm schon. Ameise, Ameise. Warte, ich warte, bis der wieder hier kommt. Kommt er überhaupt hier wieder entlang? Da ist er. Ne, ich konnte sie nicht einklicken. Schade. Also hier gibt es nur die süßen kleinen Ameisen, die hier rumrennen. Die werden mir wohl kein Seil flechten. Ne, okay, zurück. Das heißt, ich habe was hier vergessen. Wir hätten eigentlich nur hier die Toilette, die sie nicht benutzen will. Hier hätten wir Seile, ne? Könnten wir vielleicht einfach... Also meine Idee wäre einfach mit dem Messer das auseinandernehmen. Aber das wollte sie auch nicht, ne? Hier, das Teil. Coole Konstruktion. Das Teil verbindet die Seilenden bombenfest. Ja, und das werden wir wahrscheinlich 100 pro für die Brücke brauchen, ne? Können wir irgendwie... Die Messer können wir da nicht ran, ne? In dieser Situation kann ich mit meinem Taschenmesser leider überhaupt nichts ausrichten. Gut, dann wieder zurück. Dann schauen wir nochmal hier. Wir haben... Was ist das hier? Ach so, das ist das Drahtseil. Oh. Was war dann da unten? Ach so, das gleiche oder wie? Hä? Ja, okay. Das läuft das gleiche hinaus. Gut, dann hätten wir das ja... Die Holzkisten, hatte ich die schon durchgeschaut? Das weiß ich gar nicht mehr. Verhungern werde ich hier auf jeden Fall nicht. So hungrig bin ich jetzt auch wieder nicht. Können wir mit dem Stock jetzt vielleicht irgendwas hier anstellen? Nee. Mit dem Drahtseil auch nicht. Hier oben mit der Windhose auch nicht. Bei der Hütte, mit der Katze. Hier auch nicht. Okay. Vor dem Klo hängt ja auch noch hier... Sowas wie ein Saal. Können wir da nicht was machen? Hey, Dixie! Was? Ja, das hat... Ups, sorry, Leute. Mir ist gerade eben das Spiel abgestürzt. Ich müsste es einmal kurz laden. Wir sind aber stehen geblieben nach der Suche nach einem Seil. Und zwar in diesem Lager, ne? Ich habe das Ganze jetzt erstmal kurz noch schnell nachgespielt. War ja jetzt nicht weit. Ich weiß auch nicht, was das Spiel gerade hatte. Aber naja, ist halt so. Okay, ich habe mir das hier alles soweit angeschaut. Es muss aber hier sein. Können wir vielleicht die Katze irgendwie auch verscheuchen, genauso wie wir das mit dem einen Wildschwein gemacht haben? Nee, anscheinend nicht. Können wir hier was machen? Holzkisten. Die Holzkisten, die... Du hast mir gute Dienste geleistet, Schweinvertreiber. Süß. Damit können wir auch... Ach so, da kann ich nur die Batterien auswechseln wieder. Könnte man dann vielleicht mit der Batterie... Die einen raus, die anderen rein. Mit der Batteriesäure was machen? Scheint gebraucht zu sein. Den Kleiderhaken mit der Limonade. Nee, scheint nicht der Fall zu sein. Hätte ja sein können. Wir haben hier sonst nur die Hütte. Wie gesagt, da bleiben wir eigentlich hier beim Drahtseil stehen. Weil wir hier das nur bekommen, wenn wir eben
das Ding hier auseinandernehmen. Aber wie sollen wir das auseinandernehmen? Das ist halt die große Frage, ne? Mir fehlen Sachen. Beim Pfeiler, da haben wir das eine Stück rausgeholt. Bei der Hütte gab es ja jetzt auch nichts mehr. Sei denn, wir können noch mal versuchen, hier mit der Hütte irgendwas zu interagieren. Zum Beispiel mit dem Messer. Nee, können wir auch nicht. Aber die Toilette. Mein Gott, wenn, selbst wenn ich... Das hatten wir ja auch schon gehabt, aber da kann ich ja irgendwas mitmachen, oder? Weil da sehe ich ja auch eigentlich ein Aktionsfeld. Es soll tatsächlich Leute geben, die so etwas nicht im Inventar, sondern auf dem Kopf tragen. Tragisch. Tragisch. Könnte man die vielleicht auseinander... Ich trenne mal einen Faden raus. Diese Kappe ist eh untragbar und ich sollte das speckige Ding danach einfach wegwerfen. Alles klar. Okay, gut. Dann hätten wir das, glaube ich, gelöst. Sieht aus wie eine Angel ohne Haken und Köder. Den Haken finden wir ja schon mal hier. Zack. Kräftig festziehen und fertig ist mein verlängerter Arm. Perfekt. Oh, sehr gut. Okay. Ja, und jetzt geht es wieder zu der Brücke. Und dann sollten wir da die Tasche rauskriegen. Heute habe ich ein gutes Gefühl. Ich werde die Rätsel bestimmt besser lösen können. Hat sie gesagt und in 2 Minuten stecke ich gleich wieder irgendwo fest, ey. Okay, so, dann schauen wir einmal. Den Haken einmal, zack, und die Tasche. Komm zu Mama. Genau. So, was haben wir denn Schönes im Rucksack? Ja, was haben wir denn da? Oh, ein Bleistift, ein Pinsel, Maßband, Schraubenschlüssel und Nichts mehr drin. Kann ich was damit machen? Nee, ne? Wahrscheinlich erstmal nicht. Ich habe aber eine Idee, weil mit dem Werkzeugschlüssel sollte das doch jetzt möglich sein, dieses eine Ding hier abzuschrauben. Ja, bitte sag ja. Ansonsten versuche ich es mit dem Bleistift. So, zack. Der Schlüssel passt. Bleibt zu hoffen, dass der Mast nicht fällt, wenn ich den Seilverbinder abmontiere. Oh ja. Wer sagt's denn? Seilverbinder geht, Mast steht. Glück muss Frau haben. Ja, sehr gut. Dann hätten wir das. Macht aus 2 Seilen eins. Dann können wir das gleich machen. Schauen wir nur einmal ganz kurz noch zur Sicherheit nach, ob wir noch hier irgendwas machen können. Weil ich dachte, vielleicht kriegen wir die Windhose da auch runter, aber anscheinend nicht. Hat sich nichts geändert. Mit dem Maßband. Nee, mir fällt da auch jetzt nichts ein, dass wir das irgendwie runterkriegen sollten. Nee. Ein gewöhnliches Taschenmaßband. Ein breiter Pinsel. Ein sehr weicher Bleistift. 7B. Okay, gut. Dann gehen wir erstmal zurück und machen weiter. Sie muss aber ganz schön viel hin und her rennen, ne? Ach so, hier muss man auch durch. Wobei ich gerade überlege, können wir hier vielleicht mit dem Pinsel... Warum denke ich die ganze Zeit, man kann mit der Limonade hier noch irgendwie die Ameisen anlocken? Und wir könnten die... Nee, wir haben kein Gefäß. Wir haben immer noch kein Gefäß. Okay, nee, ich gehe erstmal weiter. Erstmal bis zur Brücke, die verbinden wir und dann sollten wir ja ins Lager kommen können. So. Wo ist unser Teil? Hier ist es. Sehr gut. An das Seil. Geht das nicht? Dein Ernst? Hä? Macht aus 2 Seilen eins. Ja, und genau das will ich doch tun. Und warum funktioniert... Warte mal, müssen wir das vielleicht auch irgendwie verbinden? Ich war mir jetzt zu hundertprozentig sicher, dass wir die 2 Teile verbinden müssen. Also die 2 Seile von der Brücke. Nee. Oder ich muss erstmal... Wenn ich die Brücke trotzdem gerissen... Nee, warte mal, wo ist das Seil? Hier.
dass ich da erstmal... Meine Herren, das ist ja ein Paradebeispiel. Okay, okay. Wahrscheinlich muss ich hier einfach nur in die Nahaufnahme rein und das nochmal probieren. Ja, mal sehen. Okay. So schwer kann das ja nicht sein. Okay. Ah, okay. Das erstmal. Dann kommt wahrscheinlich das Teil drauf. Und dann die Schrauben. So, das sollte ja nicht allzu schwer sein. Das sollte halten. Perfekt. Sehr gut. Und jetzt einmal rüber in den Dschungel. So, und dann sind wir tatsächlich hier im Lager. Du meine Güte, wer hat denn dieses Chaos angerichtet? Hallo? Professor Hartmann? Komisch, keiner da. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Ich sollte mich mal ein wenig umschauen. Wo sind die alle hin? Aber es sieht auf jeden Fall cool aus, so eine kleine Strandhütte. Können wir die da Hütte rein? Dürfte auf dem hiesigen Immobilienmarkt keinen Interessenten mehr finden. Also ich hätte sie mir geholt. Betreten ist hier nicht verboten, sondern einfach unmöglich. Ach so, ist das hier so eingestürzt? Also unter der Hütte? Was ist hier denn los? Die Bodendielen sehen ziemlich morsch aus. Da ist auf jeden Fall. Soll ich mir etwa einen Holzsplitter einziehen? Auch wenn die Bodendielen morsch aussehen, braucht's da was Gröberes als manikürte Fingernägel. Alles klar, okay. Wie wär's mit einem Schraubenschlüssel? Aha, perfekt. Da ist ein Spind drunter. Sehr einfallsreich. Fühlt sich irgendwie verschlossen an. Möchte ich wirklich wissen, was diesen massiven Metallspind umgeworfen hat? Ach so, der wurde nicht so platziert, sondern das ist alles auseinandergegangen. Ein Rohr. Mehr wirst du von mir darüber nicht hören. Okay. Wir hätten jetzt hier noch ein Rohr. Können wir damit das aufmachen? Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon eher sowas wie einen überdimensionierten Dosenöffner. Oder einfach den passenden Schlüssel. Mhm. Also eins von beiden oder wie? Lass mich nur einmal kurz schauen. Okay. Der Schraubenschlüssel lässt sich ins Rohr stecken. Können wir jetzt? Nein. Ich weiß wieder nicht, wieso ich das getan habe, aber das werden wir bestimmt irgendwie noch herausfinden. Mit der Tasche können wir auch nichts machen. Mit unserem langen Haken können wir das auch nicht aufmachen. Was ist mit dem Messer? Damit kriege ich den Metallspind sicher nicht auf. Da bräuchte ich schon... Überdimensionierten Dosenöffner? Ist doch ein Messer. Nee, bringt nichts. Wir schauen weiter. Ich habe mir ja noch gar nichts angeschaut. Hier ist ein Stein. Das ist ja auch interessant. Ein sonniges Plätzchen. Der Felsen wurde durch die Sonneneinstrahlung ordentlich aufgeheizt. Oh, ich mag sowas. Ein Stativ? Ein vierbeiniges Stativ. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Interessant. Was ist das hier, ein Sensor? Hier liegt ein Bewegungssensor. Nehmen wir mit? Warte mal. Waren vielleicht... Hier ist auch ein Stativ. Ein vierbeiniges Stativ. Ich sollte das Stativ stehen lassen, wo es ist. Und hier hinten ist auch ein Stativ. Und was ist da? Ah, die Sensoren waren wahrscheinlich... da drauf. Okay. Da können hier nichts weiter. Was haben wir hier? Eine Feuerstelle? Die Feuerstelle habe ich kalt erwischt. Kalt erwischt. Kalte Asche und Steine. Alles klar. Joa, damit können wir auch nichts anfangen, ne? Unter der Hütte, wie kriegen wir das auf? Geh mal erstmal hier hin. Da haben wir noch ein Stativ. Da fehlt aber auch ein Sensor. Hier ist noch ein Stativ. Wir haben hier noch eine Seilwinde. Mit dieser Winde wird die am Seil hängende Frachtkiste bewegt. Die Kurbel fehlt. Eine Kurbel? Ah! Können wir das damit benutzen? Okay, dann hätten wir ja schon mal eine Kiste. Die Hebelgesetze sind dein Freund. Ich bin so aufgeregt, da ist bestimmt was ganz Tolles drin. Ja, dieses Gefühl habe ich auch. Dann gehe ich mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Plündern. Ja, herrlich. So, nur noch Obst und Gemüse drin. Das Grünzeug lasse ich aber lieber hier. Okay. Sensor, was ist das denn? Das mobile Solarladegerät muss vor Inbetriebnahme erst zusammengebaut werden. Oh. Netzteil, Laderegler...
Verbindungskabel. Warte mal, hier sind zwei Öffnungen. Dann gehört das bestimmt dahin. So, oder? Ja, ne? Das sieht doch gut aus. Und ja. Kommt das dann vielleicht so ran? Oder andersrum vielleicht? Und das Ding, weil da so eine große Öffnung ist. Nee. Oder ist. Nee, das würde ja auch nicht gehen. Warte. Hä? Da doch so. Okay, und jetzt haben wir nur noch das eine Kabel hierfür. Geht das dann so rum? Nee, das passt nicht andersrum. So, okay. Das sieht ja schon mal gut aus, oder? Hier haben wir einen schwarzen Böppel. Ich weiß nicht, wie ich das Ding nennen soll. Zack. Sieht auch gut aus. Und jetzt sind nur noch die Teile, ne? Wie so ein Puzzle zusammenzustecken. Zack. Nein, passt nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das passt. Aber nein, das passt anscheinend nicht. Dann drehen wir das so rum. Hier. Hier scheint es zu passen. Vielleicht zack. So. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, ich bin nah dran. Okay. Dafür, dass ich Puzzles nicht mag, habe ich das eigentlich ganz gut hinbekommen, oder? Finde ich auch. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt eine Solarbatterie. Mit dieser mobilen Solaranlage kann man kleinere Elektrogeräte betreiben. Und wir haben einen Schlüssel. Wartet, Leute. Da müssen wir... Holz? Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, ein guter Fund. Können wir bestimmt für ein Lagerfeuer gebrauchen. Aber wir schauen jetzt erstmal kurz unter der Hütte. Dass wir jetzt einmal den Schlüssel benutzen. Na also, passt. Ach, perfekt. Ah, ein Laptop. Ein Laptop. Da werden wir... Und noch ein Sensor. Verbandskasten, Brief. Gibt es noch was? Anscheinend nicht, ne? Okay. Ich muss mir das alles erstmal anschauen, Brief. Diesen Brief hat der Professor zum Hochzeitstag von seiner Frau bekommen. Nur langweiliges Gesülze. Okay, mein Liebling, ich hoffe, diese Grüße erreichen dich auch am Ende der Welt. Die folgenden Zeilen zu unserem 22. Hochzeitstag schicke ich dir ganz altmodisch und von Hand geschrieben auf einem Bogen Papier. Danke, dass du immer für mich da bist. Was wäre ich ohne dich? Ich denke an dich und hoffe, dass du bald wieder zu Hause bist und wir unsere Feiern nachholen können. Ach, wie süß. 2. April 2008. Süß. Was hätten wir hier? Ich check mal den Verbandskasten. Was haben wir hier? Mullbinden, reiner Alkohol, Schmerztabletten. Der Brief, das ist das, was wir schon angeschaut hatten. Ne? Hier, dem Laptop Aufkleber zufolge ist das der Laptop von Professor Hartmann. Leider ist der Akku leer. Aber dafür haben wir bestimmt das hier, ne? Ich schließe das Solarladegerät an den Laptop an. Okay, können wir das jetzt benutzen? Warte mal, wo ist das? Da. So, das Solarladegerät hängt jetzt am Laptop. Fehlt nur noch etwas Sonnenschein. Geht das automatisch? Oder, wartet mal, ich gehe mal kurz raus. Oder müssen wir das irgendwo hinstellen, dass das irgendwie... Hier ist Sonne. Ins Feuer wahrscheinlich zu viel Wärme. Wobei, wir hatten hier auf dem Stein, hat sie ja gesagt, dass das ein sonniges Plätzchen ist. Ich pack den Laptop und das Solarladegerät hier in die Sonne. Okay, und nun? Der Laptop ist durch einen Code geschützt. Okay, ein Code. Hier können wir den eingeben. Sonst gibt's hier nichts, ne? Klebeband. Ein Streifen Klebeband. Ich will mir meine Nägel nicht abbrechen. Alles klar, Sam. Dafür hätten wir ja ein Messer, oder nicht? Wenn ich es hier irgendwo in meinem Gerümpel finde. Hier, so. Das dürfte ein paar unschöne Kratzer geben, aber der Zweck heiligt schließlich die Mittel. Was ist das? Soll das das Herstellerlogo sein? Erinnert mich eher an eine Hochzeitsanzeige. Warte mal, ist das vielleicht der Hinweis auf den Brief, dass der... Dass
vielleicht der Hochzeitstag PIN-Code ist oder so? Warte mal. Hier, 2. April 2008. Das wäre 020408. Können wir das Taste? Okay. Ach, ich muss tatsächlich das so eingeben. 0, 2, 0, 4, 0, 8. So. Und jetzt Enter. War nicht richtig. Wobei 22. Hochzeitstag. Muss man vielleicht den richtigen Hochzeitstag nehmen oder... Weil was anderes haben wir nicht, weil 22 ist zu wenig. Wir brauchen ja, glaube ich, 6 Ziffern, ne? 22 Jahre zurück von 2008 aus, ne? Müssen wir dann gehen? Also worauf kommen wir dann? Mathe. Mathe war noch nie meine Stärke. Also erstmal minus 8 rechne ich das Ganze. So, und dann kommen wir auf 86? Ich probiere mal. 0, 2, 0, 4. Warte mal, aber dann doch. Oder, nee, das wäre ja zu viel, wenn ich jetzt die 19, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. So. Es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin ehrlich gesagt gerade schockiert. Ich habe das nicht erwartet. Okay, schauen wir uns die Musik an. Ab und an muss auch der ambitionierteste Wissenschaftler mal abschalten können. Bin gespannt, auf welche Musik der Professor so steht. Oh, können wir uns das anschauen? Nein, können wir nicht. Schade. Ohne Internet keine Vorhersage. Und wie das Wetter aktuell ist, sehe ich auch ohne Laptop. Fotos? Hier hat Hartmann Bildmaterial zur aktuellen Expedition gespeichert. Oh, wie cool. Der Bosumti als Satellitenaufnahme. Ankunft im Camp. Erster Tauchgang im See. Einfach nur schön. Bucht nahe des Camps. Das sind sehr schöne Bilder. Ja. Dann die Karte. Die Karte des Lagers. Oh, sind das die Sensoren? Das ist bestimmt wichtig, dass ich das weiß. 3, 4, 5. Waren es 5 tatsächlich? Ich dachte, das wären weniger. Aber doch, haut hin, ne? 5 Stück. So. Eine Karte der Region südlich des Bosumtwe. Okay. Flugzeug. Hier ist, glaube ich, das... Ist das jetzt das Camp, wo wir jetzt sind? Und dann ist hier noch irgendwas. Sieht aus wie eine Kirche oder so, ne? Okay. Können wir bestimmt auch noch gebrauchen. So, dann hätten wir jetzt noch Dokumente und E-Mail. Schauen Scheint wir eine Art Tagebuch zu sein. Oh, das lese ich mir mal durch. Erster Tag. Erste Analysen haben die Ergebnisse meiner Kollegen bestätigt. Neben einem sonderbaren Virenbefall wurden bei der von uns im Bosumti entdeckten Seeschnecke tatsächlich körpereigene Chloroplasten gefunden. Verblüffend ist, dass ihr Genom Merkmale der Gattung Elysia aufweist, die normalerweise nicht in Süßwasser vorkommen. Das wiederum wirft die Frage auf, ob die Schnecke ursprünglich vielleicht gar nicht in diesem See beheimatet war, sondern dort eingedrungen ist. Offensichtlich ist die Schnecke innerhalb von nur wenigen Entwicklungsstufen eine Symbiose mit einer im Bosumti vorkommenden Süßwasseralge eingegangen. Teile des Genoms der noch nicht klassifizierten Alge haben sich dabei in das Erbgut der Schnecke integriert und sie überlebensfähig gemacht. Mhm. Klingt vielversprechend. Viren, die für Evolutionssprünge verantwortlich sind. Die Story wäre eine absolute Sensation. Mhm. Dieser Vorgang ist in seiner Ausprägung einzigartig und wirft ein völlig neues Licht auf die Bedingungen für evolutionäre Vorgänge. Seit so vielen Jahren verfolge ich meine Theorie über den Einfluss von Viren auf die Veränderungen des Genoms. Jetzt kann ich sie womöglich endlich beweisen. Kommen in diesem weitestgehend abgeschotteten Gewässer tatsächlich Viren vor, die die Veränderung des Genoms einer Spezies rasant vorantreiben? Liefert eventuell die Entstehungsgeschichte des Sees selbst entscheidende Antworten auf die Existenz und die Herkunft dieser geheimnisvollen Viren? Sind sie überhaupt nicht irdischen Ursprungs, sondern stammen von den Meteoriten, der den Bosumti-Krater erschaffen hat? Wurden in ähnlicher Weise sogar alle Evolutionsprozesse begünstigt oder gar eingeleitet?
All diese Fragen werden uns in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen. Wenn ich meine Theorie beweisen kann, kommt das sicher einem wissenschaftlichen Erdbeben gleich. Aha. Ob an diesen Spukgeschichten was dran ist? Okay. Einige merkwürdige Ereignisse zwingen mich an dieser Stelle, einen Nachtrag zu verfassen. Die einheimischen Expeditionsteilnehmer sind von einer unerklärlichen Unruhe und Sorge gepackt. Zwei Kollegen haben auf einem Erkundungsgang am nahegelegenen Seeufer in der Abenddämmerung etwas gesehen, das ihnen einen furchtbaren Schrecken eingejagt hat. Wahrscheinlich hat ihr tief verwurzelter Glaube an eine alte Legende der Ashanti der Wahrnehmung meiner Mitarbeiter einen bösen Streich gespielt. Demnach treiben sich in den Bäumen über unseren Köpfen des Nachts vampirähnliche Wesen herum und halten nach menschlicher Beute Ausschau. Das hohe Maß des Aberglaubens irritierte mich. Letztendlich sah ich mich dazu veranlasst, einige Vorkehrungen für den Schutz des Lagers zu treffen, damit sich die Männer beruhigen. Wir haben Wachen eingeteilt und Bewegungssensoren installiert, die einen Alarm auslösen, wenn irgendwer oder irgendwas ins Lager eindringen sollte. Das erklärt natürlich die ganzen Sensoren und so weiter. Aber ernsthaft jetzt, Vampire? Scheiße, womöglich sind die noch in der Nähe. Was? Ich sollte ab jetzt verdammt vorsichtig sein. Dein Ernst? Zumindest weiß ich jetzt, wo ich den Professor finde. Warte mal. Nur noch ein Hinweis darauf, wo genau diese christliche Mission ist. Das muss ich mir jetzt durchlesen. Wir sind überfallen worden. Das war in der Nacht am zweiten Tag. All die Sicherheitsmaßnahmen waren nutzlos. Sie kamen nach Einbruch der Dunkelheit völlig überraschend und lautlos. Wir konnten nichts tun. Diese roten Augen, die riesigen Zähne. Ich werde den Anblick nie vergessen. Aber er hatte Zeit, das niederzuschreiben? Nur mit Mühe gelang es uns, sie zu verjagen. Leider zu spät für meinen engsten Mitarbeiter. Er wurde bei dem Angriff sehr schwer verwundet und benötigt dringend medizinische Versorgung. Hinzu kommt, dass alle Männer, die Kontakt mit den Angreifern hatten, binnen kürzester Zeit grippeähnliche Symptome aufwiesen. Oh, lass mich raten, das ist dieses Virus aus dem See oder so? Im Lager ist es nicht mehr sicher. Deshalb werden wir sofort aufbrechen und versuchen, uns zur christlichen Mission durchzuschlagen. Ich weiß, wie gefährlich es nachts im Dschungel ist, aber schlimmer kann es kaum noch werden und wir bleiben auf jeden Fall alle zusammen. Ich will hoffen, dass ich mit den gesunden Männern morgen bei Tageslicht zurückkehren und unsere Forschungsergebnisse sicherstellen kann. Dazu ist jetzt keine Zeit mehr. Sie kommen zurück. Gott möge uns beistehen. Ja, jetzt wissen wir wenigstens, was jetzt passiert ist bei denen, ne? Also war das tatsächlich diese christliche Mission, dass das diese Kirche auf der Karte die war? Die Karte, ne? Des Lagers. Warte mal. Eine Karte der hier. Region südlich des Bosumtwe. Da das da im Westen muss die Mission sein, von der Hartmann in seinen Aufzeichnungen geschrieben hat. Genau, das ergibt auf jeden Fall Sinn. War das mit den Dingern hier? Okay. Zurück zum Desktop. Und gucken wir uns noch die E-Mails an. Keine Mails gespeichert. Und um welche zu senden oder zu empfangen, bräuchte ich eine Internetverbindung. Ach so, wir haben keine Internetverbindung. Okay. Es macht keinen Sinn, jetzt noch zur Mission aufzubrechen. Nach Einbruch der Dunkelheit möchte ich mich nicht unbedingt allein im Dschungel rumtreiben. Ich verbringe die Nacht hier im Lager. Die Verfolgung der Wissenschaftler muss bis morgen warten. Ich mag keine nächtlichen Überraschungsbesuche. Also werde ich die Bewegungssensoren wieder aufstellen und ein schönes, großes Feuer machen, das die wilden Tiere fernhält. Okay. Also brauchen wir erstmal hier die Feuerstelle. Die Feuerstelle habe ich kalt erwischt. Kalte Asche und Steine. Gut, und da können wir jetzt das Feuerholz reinlegen. Ich sollte mal ein Feuerchen machen. Das hält mich nachts schön warm und die Tiere fern. Genau, und wir haben ja, glaube ich, ein Feuerzeug, ne? So. Dann machen wir es uns mal ein bisschen kuschelig. Hat funktioniert, ne? Sehr gut. Dann brauchen wir die Sensoren. Zack. Ich nehme an, der Sensor gehört auf das Stativ. Wieso sagt ihr das so? Gibt es unterschiedliche? Also ich dachte, die wären der alle gleich. Der Wirkungsbereich dieses Sensors beträgt 160 Grad. Oh no. Jetzt weiß ich auch wofür. Oh nein. Ich bin ganz schlecht in sowas. Wartet mal. Ich brauche die Karte des Lagers. Hier. Ich muss das einmal ganz kurz mit dem Handy abfotografieren, dass ich nicht jedes Mal zum Laptop rennen muss. So, zack. Abfotografiert, zurück. Desktop abmelden.